willkommen zu einer neuen Folge von dem Eurotruck Simulator 2 mit dem Vifla France DLC. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich bin schon mal losgefahren. So einige Kilometer, muss ich ja sagen, habe ich schon mal zurückgelegt, weil ihr wollt ja unbedingt einen neuen LKW sehen. Das weiß ich und ich möchte das eigentlich in dieser Folge packen. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Ja, wir transportieren nicht einen Cat-Radlader. Nee, es war kein Radlader, keine Ahnung. Es war ein Traktor, genau, ein Traktor. Sondern Sand, wie ihr seht. Weil ich da nochmal schlafen gegangen bin. Und dann war die andere Fracht schon weg. Aber das macht ja auch nichts, weil auch mal Sand zu transportieren ist mal was Neues. Muss man einfach so sagen. Und sehr interessant. Gut. Ja. Mercedes wird's ja. Ein wunderschöner Mercedes soll es von eurer Seite aus sein. Und das bekommt ihr natürlich mit einer neuen Lackierung. Die haben wir genug gesehen. Jetzt hier die Frankreich-Lackierung mit dem Frankreich-Logo. Also ich denke mal, es wird wieder eine Frankreich-Lackierung. Ja, aber halt kein Frankreich-Logo. Also zumindest kann ja sein, dass es eingraviert ist. Aber Frankreich angehaucht, so mache ich das. Ach, guck mal, ein Drescher. Schon fleißig am Arbeiten. Ich meine, ja. Oh, sorry. Wir haben ja immer noch Januar. Also schon die Drescher am Arbeiten. Yeah. Ah. So. Also mit dem Renault sind wir dann einige Kilometer gefahren. Wir bleiben schon runter. Ah, schon einiges. Ist halt, wie gesagt, wegen, ne, ihr wisst schon, Multiplayer und so, ne, Arbeiter, arbeiten sozusagen weiter, Server läuft weiter und, ne, dann haben wir viel Kohle, also viel Geld und viele Kilometer auf den LKWs. Vielleicht sollten wir die mal tauschen, weil die haben ja schon einiges runtergelegt. Hm, mal schauen. So, darauf erstmal ein Schlückschen Tee. So, dann müssen wir hier geradeaus, ja, geradeaus. Tanken müssen wir auch nicht, sieht auch noch, sieht gut aus. Ach ja. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass es eigentlich so ruhigere Musik ist als sonst? Also, ja, ich habe es eigentlich nicht gewechselt, aber, ja, ist halt so ein bisschen einfach nur Hintergrundmusik, also kein, sag mal, großartiges Rumgesinge und Rumgealbere. Nein, das ist einfach so eine entspannte Hintergrundmusik. Eigentlich Allgemeinmusik. Ist ja echt entspannt. Obwohl so richtige Musik, so bum, 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 bum. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ah. Aber auch da sind die Geschmäcker verschieden. Also das mag ich nicht so dann, ne? Also, ja. Dass ihr denkt, ich mag das gerne. Wobei, es kommt immer darauf an, was für eine Musik es gibt. Zum Beispiel Rap oder so, das ist jetzt auch nicht so meins. Wie, du isst nicht gerne Rap? Doch. Ich esse gerne Rap. Aber ich höre nicht gerne Rap. Okay, lassen wir das. Bordeaux, Limoges. Wir fahren mit unserem Renault hier. Wunderbar. Habe ich auch Rundumleuchten? Brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Ne, habe ich auch nicht. Wunderbar. Was hat der? Hat der denn hier nochmal Auspuff oder was hat er da? Was ist das? Kenne ich auch noch nicht. Okay. 110 ist hier, meine Güte. 90. Ich beeile mich doch schon. Der Herr. Was soll das? So, langsam durchfahren, dann öffnet der. Jo, dankeschön. 58 Euro Maut. Ja, das Geld haben wir noch. Wir können eigentlich mal wieder ein Thumbnail machen. Vermutlich das letzte mit dem LKW hier.
Wisst ihr, wenn ich so ein bisschen verrechse? Verrechse? Ja, ich vermisse den Rex. Ich vermisse natürlich. Das ist der Rex. Also ist so aus dem Discover the World Projekt. Müssen wir mal überlegen, ob wir den vielleicht wieder mit reinnehmen. Oder ob wir da bald mal wieder. Ein bisschen hier ab. Ob wir bald mal wieder ein Discover the World spielen oder zeigen. Wobei ich aber auch schon gedacht, das gehört ja eigentlich dazu, weil wir erobern ja auch Frankreich gerade. So, einmal bitte links. Dankeschön. So, wo sind wir da? Wo sind wir da? Sind so gut wie da. Kinder. Ganz ruhig. Noch einmal ein Kreisverkehr. Ja, da sind wir schon. Erster Aufenthalt in Clermont-Ferrand. Drehen wir nochmal eben eine extra Runde. Weil wir hätten abbiegen müssen. Boah. Da wird einem auch ein bisschen schwindelig, Leute. Vor allem bei dieser Fahrweise. Na, aus. Zu welcher Firma müssen wir eigentlich? Schade. Fahren wir schon geradeaus zu. So. Einmal bitte links. Und einmal bitte halten hier am Türchen. Wo soll denn die Fracht hingehen, Monsieur? Dahin? Okay. Dann fahren wir doch mal dahin. Wahrscheinlich rückwärts einparken. Einfach so da vor. Vors Tor, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ah, ich glaube, ich nehme mal wieder was Leichtes. Da fühlt man sich doch leicht gelangweilt. Wenn man immer das Gleiche nimmt. Nein. Und dann, komm, das muss ich jetzt schaffen. Eigentlich, ne, das muss eigentlich machbar sein. So. Perfekt. Zack. So, perfekt. Sand. Haben sie da. En masse. Level 80 haben wir bald geschafft. So. Dann machen wir das, was ihr euch jetzt gewünscht habt. Mal gucken, ob wir das heute noch schaffen. Wir werden jetzt. Genau. Einmal dahin fahren. Was haben wir da? Keine. Ne, das ist, wird keine. Aber Zangetour sein. Glaube ich nicht. Das wird eine Arbeitsagentur sein. Ich meine, das wird kein Händler sein. Sagen wir es mal so. Also werden wir das machen jetzt. Was ihr euch gewünscht habt, das machen wir jetzt. Muss ja mal sein. Wir kaufen uns diese Werkstatt. Ich sag mal Werkstatt, Garage ist, aber es ist eine Garage. So, 180.000, das Geld haben wir ja. Nein, das Geld ist nicht gescheatet. Dann werden wir jetzt auf Firmenmanager gehen, dann Garagemanager. LKW-Manager meine ich. So, Mercedes-Benz, den wollten wir, ne? Dann werden wir da einsteigen. Und dann werden wir wieder nach Clermont reisen. Eckewender. Radmanager. Ist oben dann. Hey.
Bin ich jetzt blind? Da. Machen wir eben eine Schnellreise. Da müssen wir eigentlich sein, wo wir aufgehört haben. Ja, da sind wir. Genau. Jetzt machen wir eine andere Lackierung noch drauf. Ist ja auch da ganz daneben. Ist ja wunderbar. Es läuft ja richtig so gut, ne? Seht ihr das hier eigentlich als, sagen wir mal, ja, Sheet? Ja, Sheet kann man nicht sagen. Nein, also, dass man, eigentlich ist ja schon ein bisschen unrealistisch, ne, dass ich jetzt in dieser Stadt bin mit einem Mercedes. Also, man kann natürlich sagen, ach, uns wird ja eben mal vorbeigebracht. Ui, oder der stand hier in dieser Garage. Aber ihr wisst ja auch ganz genau, was dahinter steckt. Also, wenn man das so ein bisschen spielt, was haltet ihr davon? Oder soll man schon, ja, nicht so machen, dass man dann tatsächlich den LKW erstmal behält. So, dann gehen wir auf Aufrüstung. So, dann schauen wir doch mal. Will ich auch eine französische Lackierung empfehlen? Wir schauen einfach mal, was gibt's denn so? Ui, die ist schon nicht schlecht. Die hatten wir, ne? Die hatten wir, ja. Hatten wir auch. Vive la France? Interessant. Fällt mir irgendwie nicht so, ehrlich gesagt. Was gibt's noch Besseres hier? Sonst immer das. Ach komm, wir nehmen das, was wir eben gesehen haben. Das war doch gar nicht so schlecht. Ich möchte jetzt erstmal bei den. Genau, nehmen wir das. Das sieht doch ganz gut aus. So, was haben wir denn noch? Ausrüstungstechnisch. Ach komm, Schneemann, lassen wir den. Ja komm, den lassen wir nochmal. Den lassen wir nochmal. Ja, das lassen wir den Rest, genau. Bestellen wir das doch so. Dann freue ich mich doch schon, wenn es dann weitergeht. Pen brauchen wir auch nicht. Tja, ich würde sagen, Leute, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich drehe schon mal so leicht. Ich kann schon mal eigentlich die Beleuchtung anschalten. Zack. Und zwar hier. Ja, dann wird es wieder einige Folgen damit geben. Anderer Sound, der fällt ja direkt auf. Ach, schön. Ha, der Mercedes sieht auch einfach klasse aus. Gut, Leute. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann sage ich einfach mal bis zur nächsten Folge hier im Euro Truck Simulator 2 mit dem Vive la France DC. Tschüss und bis zum nächsten Mal.